So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight. Ja, dieses Mal sind wir jetzt ganz normal. Machen wir ganz normal weiter. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen lauter schalten. Aber nur ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Da noch ein bisschen. Ich habe mir ein neues Stativ gekauft, dementsprechend muss ich das alles noch ein bisschen einrichten. Aber das läuft. Ja, auf jeden Fall ist es kein Standstativ mehr. Ich habe jetzt endlich Platz und kann das woanders hinstellen. Das ist wunderbar. Was wollte ich machen? Also beim letzten Mal hatten wir ja die Kartenschrift voll gemacht. Jetzt mache ich hier nochmal weiter, weil ich die mir nicht umsonst gekauft habe. Ja. Der Hall ist leider noch zu hören. Dementsprechend ist es halt noch so. Aber ist schon alles bestellt. Dementsprechend passt das schon. Jo. Palast Außenzone. Ist das das gleiche wie eben oder ist es was anderes? Ich weiß nicht, ob man die Schriftrollen alle... Das mit dem Eis ist eigentlich gar nicht schlecht. Um ehrlich zu sein. Das gefällt mir nicht, dass es hier so wenig... Hier gibt es doch recht wenig. Oh, das war super. War ein schöner Crit. So, wunderbar. Das Gefühl, dass es hier, also die Kartenschriftrolle beim letzten Mal war definitiv schwerer. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich beim letzten Mal vielleicht doch mein Inventar mal ein bisschen angeguckt habe. Ja, das ist natürlich super. So, wunderbar. Dann kann das schon mal stattfinden. Das lief super. Dann kann ich so ein bisschen tricksen. Dann kann ich mir noch ein bisschen Mana holen. So, ich hole mir trotzdem mal ein Skelett. Und noch eins. Jo. Gefällt mir an der einen Seite eigentlich ganz gut, dass ich hier mit meinem Gewehr Mana klaue. So kann ich mir immer ein paar Skelettchen beschwören. So, Skelette, kommt mal mit. So, ich werde jetzt erstmal alle so ein bisschen einsammeln. So, meine Skelettchen mal geheilt. Natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn ich meine Skelette beschwöre, herauszufinden, welche Skelette jetzt von mir sind, welche vom Gegner.
dementsprechend. So, hier habe ich ja schon alles von unten halbwegs aufgeräumt. Das war eigentlich ganz gut. Somit habe ich keine Probleme gehabt. Jo. Was haben wir denn hier? Magie 25. Das würde ich nicht nehmen. Brauche ich nicht. Stufe 28. Dafür habe ich was Besseres. Stärke 12, Stärke 24. Ah, stimmt. Das wollte ich ja nehmen. Erhöht jeden Eisschaden um 5%, 11 Rüstung. Hier habe ich 8. Okay, sagen wir mal 8 hier auf der linken Seite, was ich angelegt habe. 21 Rüstung plus 8. Sind 29. Auf der rechten Seite habe ich 8 plus 11 Rüstung, sind auch 29. Mit dem anderen Kram würde ich sagen, bin ich mit dem anderen wesentlich besser. So. Bogen 250. Bin aber mit dem einzigartigen, mit der Schwarzfaust Arkebuse, bin ich immer noch besser bedient. Dementsprechend behalte ich das mal so, wie es ist. Jo, super. Mana nicht ausreichend. So, ich brauche mal wieder ein bisschen Mana. Das ist sicher alles kein Problem. So, diese ganzen Portale. Die Drachen sind gar nicht mal so, nicht mehr so das Problem. Kann ich hier noch irgendwas finden oder war das einfach nur, um ganz viele Monster hier reinzuhauen? Schade, ich dachte, ich könnte hier noch was Besonderes finden. Aber auf der anderen Seite, ja, bin jetzt bald Stufe 28, von daher sollte das gehen. So. Das ist gar nicht wenig. Ich habe gar nicht so viel Mana. Aber auf der anderen Seite... Ja, 175. Wenn ich da 8 Mana klaue, ist das nicht wenig, ne? So, okay, dann will ich nochmal ein paar von meinen Boys bestellen. So, muss nur gucken, wie viel Mana das eigentlich frisst. 32, okay, das ist doch eine Menge. Wenn man mal bedenkt, dass ich nur knapp 170 Mana ab. Aber ich will mich mit meinem Mana-Haushalt eigentlich gar nicht beklagen. So richtig Probleme habe ich nicht. Ich habe nicht unendlich Mana, indem ich hier alles spammen kann. Das ist aber auch richtig so. Aber durch meinen Mana-Klau. Bin ich eigentlich...
Wunderbar. Gerüstet. So, wunderbar. Jetzt muss ich hier noch mal... Ich habe keine Ahnung, was sie da macht. Hallo, ich würde dich gerne treffen, Mädchen. Danke. Boah, ist das mies. Oh, war das gemein. Das war so knapp. Ich wette mit dir, ich habe nur mit 5 AP oder so überlebt. Ich wette mit dir, das war so knapp. So. Ich glaube, ich sollte doch was zum... Alter. Das war vielleicht doch keine schlaue Idee, hier runterzugehen für eine Großaxt. Jetzt gehe ich erstmal hier hin und... Oh, das war richtig, dass ich das gemacht habe. 261 Schaden. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas jetzt noch gebrauchen kann davon. 27, 24 Rüstung, epischer Ledermantel. Der hat halt mehr. Da brauche ich auf jeden Fall noch 12 Stärke. Werde ich beim nächsten sieben Bonus auf Geschicklichkeit. 27 Rüstung, 19 Rüstung. Warte mal, 27, 18 plus 11 sind noch auch schon 29. Dann kann das nämlich weg. Mein Nachtara kann auch fort, da muss ich nämlich nicht mehr auf Stärke setzen. Oh. Okay, ah, hier geht's weiter. Okay, das hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen. Was war das denn? Irgendwie war das jetzt nicht unbedingt förderlich. Ich habe jetzt ganz viel Schaden gefressen. Ich weiß noch nicht warum. Wahrscheinlich war da irgendein Skelett oder so um die Ecke. So, ein bisschen Leben klauen. Schade, dass die Fähigkeiten keinen Mana klauen, das wäre super. Mana nicht ausreichend. Sie sind eine Stufe auf. Super.
Wunderbar, das lief doch wunderbar. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. So, meine Boys-Not haben mir das Beste getan. Muss ich gar nicht mal irgendwas anderes skillen. So, das ist auf 10, das ist auf 10. Dann würde ich das erstmal machen. Die beiden würde ich auch gerne skillen, aber erst später. So, weg damit. So langsam wird es interessant. Das kann weg. Das erfordert Stärke 24. Stimmt, da war was. Oh, das hätte ich nehmen können, ich Idiot. Hätte ich doch 2 auf Stärke gemacht. Nein! Ich... Blöder Trottel. Ups, falscher Skill. Ich habe nicht genug Mana. Hast nicht Mana? Kein Mana. Dann hol's dir. Also wenn ich Crit-Schaden mache, dann ist aber vorbei mit Spaß. Das muss man sagen. Was mir durchaus gefällt. Jo, für die Verfolger des Horizon Zero Dawns Let's Plays. Das musste ich jetzt leider aufgrund von technischen Problemen, nicht technische Probleme, aber das Spiel hat mir, wie soll ich das erklären? Das Spiel hat mir zu viele Probleme gemacht. Ach, die Kamera mal, das ist mir ein bisschen zu nah, die Kamera. Und dementsprechend musste ich das ein bisschen, musste ich das mal auf Eis legen. Ich weiß nicht, generell stand das Let's Play unter keinem guten Stern. Liegt einfach daran, ständig waren die FPS-Werte komisch, obwohl die Daten alle in Ordnung waren. Die Technik stand wunderbar im Einklang. Aber irgendwie hat es dann immer wieder mal Probleme gemacht. Und was sowieso am komischsten war, fand ich, dass Horizon Zero Dawn auf niedrigen Einstellungen teilweise manchmal flüssiger, manchmal nicht so flüssig lief. Und es lief immer so, ich weiß nicht, das lief immer so lala. Mal lief es auf mittleren Einstellungen besser. Eine konstante FPS-Rate hatte ich gehabt, als ich, wie heißt's, als ich dann hohe Einstellungen und so hatte. Ich habe wirklich alles ausprobiert, so ein bisschen, um das Beste hinzukriegen. Dann hat das funktioniert und es war alles super. Und dann restartest du mal das Spiel einfach, weil du mal, was weiß ich, eine Pause machst oder so. Und dir ein Video angucken willst oder irgendwas anderes machen musst. Und dann fängt der ganze Kram wieder von vorne an und dann gibt es ein Patch. Dann stellt sich das wieder alles automatisch ein und du musst es wieder neu machen. Es ist wirklich eine Last. Das Problem mit dem Spiel war einfach, das war kein Spiel, was einfach mal so startet, sondern... Wenn es startet, startet es. Und ich habe jetzt auch keine Lust, immer nur weil es technisch Probleme gibt, da ständig, was weiß ich, zu sagen, okay, ich nehme das Spiel jetzt am Stück auf. Ich meine, so 1-2 Stunden, 2-3 Stunden ist auch kein Problem, aber trotzdem, wenn man nicht so viel zum Erzählen hat, ist es so schon schwierig genug. Und wenn man da nicht zwischendurch nochmal eine Pause machen kann, weil einem der Mund fusselig quatscht oder weil was dazwischen kommt, ohne dass man den ganzen Kram wieder einstellen muss oder so, das irgendwie, es lief unter keinem guten Stern. Also sagen wir es mal so, es lief unter keinem guten Stern. Und dann habe ich dann auch, ich weiß nicht, in der letzten Aufnahme war es dann wirklich menschliches Versagen von meiner Seite aus.
Dann habe ich dann vergessen, diesen einen Knopf reinzudrücken am Mischpult. Dann habe ich halt 5 Videos bei so einer langen Session aufgenommen und die letzten 5 Videos haben dann ein Echo, also den Game Sound dann als Echo drin und so weiter und so fort. Ich denke mir so, ach nee. Also, das Spiel macht Spaß, so von sich aus, das hat man bestimmt auch mitbekommen, aber es gibt da zu viele Probleme. Dann lässt sich das aufnehmen mit Facecam, es ist alles super, beim Stream ist es auf einmal wieder nicht mehr so toll und das ist echt, das ist eine Last. Ich mach gut bei dem Schaden, aber wenn ich einen Crit mache, dann sind sie gekrittet, ne? Das ist jetzt die Frage. Dementsprechend lasse ich Horizon Zero Dawn als Let's Play erstmal ein bisschen stehen. Ich habe jetzt auch die letzte komplette Aufnahmesession rausgeschmissen. Einfach aus dem Grund, weil mir das zu blöd wurde. Da hätte ich dann die Audiodatei irgendwie rausschneiden. Das ist ja das Problem. Es wurde als eine Audiodatei aufgenommen. Und da hätte ich ja noch nicht mal sagen können, okay, dann haue ich den Game Sound raus und bearbeite das dann mal alles. Ah, es ist nervig. Und dann noch, wenn du es halt renderst, dann ist auch manchmal, je nachdem wie lang die Aufnahme ist, kann es passieren, dass da die Audiospur dann verrutscht, ne? Dann hast du den Bogenschuss dann 2 Sekunden danach hörst, als er dann geschehen ist. Und ich weiß nicht, das Spiel, ja, man kann es wirklich so sagen, das steht unter einem schlechten Stern. Da gibt es einfach irgendwie ständig so Kleinigkeiten, kleine Probleme, die zwar durchaus zu... durchaus zu handeln sind, aber ah, es ist trotzdem nervig. Sagen wir es mal so, es ist trotz alledem nervig. Und persönlich bin ich halt nicht bereit, diese nervigen Sachen für ein Spiel auf mich zu nehmen, wenn es halt nichts bringt. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, Horizon läuft jetzt auch nicht so gut. Generell würde ich sagen, YouTube läuft beschissen. Das war aber zu erwarten. Dementsprechend, wer ist das? Ist so cool. Ist so cool. Alles klar. Gab das wenigstens Ruhm? Jo, das gab ordentlich Ruhm. Schade, dass ich, ja, dass ich schon ein paar Mal gestorben bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst ein Level ab. Identifizierbare Gürtel, das war ein lilaner Gürtel. Der könnte sogar nett werden. 7 Bonus auf Stärke. 3, 6, 7, 8. 225er Handpistole. Hauptmannspistole durchbohrend. Rüstung beim Treffer um 14 verringert. Ja, aber das benutze ich so selten. Haben wir hier 4% höheres Gift-Zaubertempo, 14 Giftschaden, erhöht Elektrizität. Das wäre natürlich auch ziemlich cool. Nee, dafür hängt zu viel davon ab.
Ich brauche noch mindestens 10 Stärke, bevor ich das tragen kann. Was ich eigentlich auch gar nicht schlimm finde. Oh, 7 Bonus auf Stärke. Giftschaden 3%, 7 auf Stärke, 21 Geschicklichkeit. Jawohl. Kann ich das nämlich antragen? Das hier, das trage ich weiter später. Dann das nehme ich weg. Das kann weg. Das hat keinen Sockel. Stimmt. Dafür habe ich hier weniger Rüstung. Das macht aber nichts. Hier muss man das große Ganze sehen. Stärke 22. Berserker-Ausrüstung. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ja, einzigartige Stiefel ist natürlich vorbei. Eine 5% schnellere Bewegung wäre natürlich super. Aber das brauchen wir nicht. Ich muss gucken, dass ich auf 24 Stärke komme. Das bedeutet, ich brauche noch 9 Stück. Dann kann ich nämlich die beiden anziehen. Vielleicht kriege ich das ja mit Glutstein hin. Wie sieht es denn bei meinem Status aus? Ja, ich kann gleich was skillen. Super. Freue ich mich. Hallo, ich würde mich gerne bewegen. Danke. Schon nochmal weg. So, jetzt erstmal die richtige Waffe wieder einsetzen. Dann sieht das nämlich alles ganz anders aus. So, das sind einfach nur gegeißelte. Ich muss mal gucken, was ich demnächst mache. Ich habe ja bis jetzt nur Horizon Zero, wenn Horizon Zero Dawn jetzt vorbei ist. Ich gucke jetzt nicht genau auf die Zeit, wie lange ich jetzt aufnehme oder so. Das habe ich mir jetzt hier anders davor genommen. Weil wir machen jetzt einfach hier diesen Dungeon. Wenn der halt 30 Minuten geht, geht der 30 Minuten. Dann ist das so. Oh, zieht ab. Zieht ab. So, Money, Money, Money in the Bank ist immer gut. Ja, was ist das für einer? Ihr Ruhm erhöht. Perfekt. So langsam müsste der Dingsbums auch fertig sein. Ich mache jetzt hier einfach mit Blocken weiter. Ich meine, Stufe 29 sind wir ja mittlerweile. Nee, noch nicht. Verstehe. Und dann sind wir hier eigentlich soweit mit den passiven Skills durch. Die Frage ist, ob ich noch was anderes machen will. Das war's. Okay, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas... Ob ich hier noch irgendwas vergessen habe oder so, aber sieht für mich... Ja, wo die Alain rumläuft mit ihrer Nachthara. Dann wächst kein Gras mehr. So, habe ich irgendwelche Fische? Ja, brauche ich nicht. Ich will mal gucken, ob ich den vielleicht unser Nachthara in ein Hündchen verwandeln kann.
dann sollte das wunderbar funktionieren. Hier bin ich. Okay. So, Wegpunkt, Portal. Ich kann doch hier... Das ist ein Bug. Normalerweise sollte das ein Fisch sein. Hallo. Viel Glück. Normalerweise sollte es ein Fisch sein, der mein Tier in einen Hund verwandelt. Schön, Sie zu sehen. Das ist keine Ramme. Hallo, Freund. Ich hab zu tun. Ja, ist ja gut. Oh, hier gibt es noch so viele Sachen zu holen. Ist aber eher die Zauberin. Tschüss. Tschüss. Was kann ich für Sie tun? So, Beinschienen. Genau, hier hatte ich einfach nur kein Geld dafür. Das Glück ist Ihnen hold. Machen Sie es gut. Was kann ich für Sie tun? 1500. Sie haben kein Glück. In Ordnung. Nichts geschieht. Neue Verzauberung. Neue Verzauberung, wunderbar. Nichts geschieht. Okay, aber dafür haben wir 15 Rüstungen, 7 Bonus auf Ad. Warte mal. Stärke habe ich denn jetzt? 22! Das ist nicht möglich. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Mit dem Gürtel habe ich genug Stärke, um das anzulegen. Aber wenn ich den Gürtel dann absetze, dann habe ich nicht mehr genug Stärke. Okay. Vielleicht... Ich könnte natürlich gucken, dass ich mir einen Glutstein reinsetze, der mir richtig Stärke gibt. Noch ein paar gute Angebote für Sie. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Das mache ich doch nie, mein Freund. Das weißt du doch. Gut. So, jetzt muss ich nur gucken, was ich alles für Sachen besitze. Gute Reise. In der Hoffnung, dass ich mir vielleicht doch ein bisschen Stärke aneignen kann. Die Frage ist nur... Grüße, seid ihr. Vier Stärke. Das Glück ist Ihnen hold. Vier und vier müssten fünf geben. Das Glück ist Ihnen hold. Sechs Gesundheit und vier Stärke, das ist ganz gut. Okay, jetzt die Frage. Guten Tag. Der haut mir 7 Stärke weg. Das bedeutet, ich bin bei 19 Stärke angelangt. Und das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Aber ich kann das ansetzen. Wunderbar. Trotz alledem brauche ich noch 22... Plus 7 sind 29 Stärke mindestens. Hey, die läuft langsam. Es wird langsam mit der. Grüße seid ihr. So, das kann weg. Passt auf euch auf. Ich nehme an, der Verzauberer braucht zu viel. Warte mal. Weg mit dir. Ich habe die schönsten Edel- und Blutsteine. Das nehme ich mit. Ich habe nicht genügend Gold. Nein. Ah, ärgerlich.
Warte mal. Elementarauslastung, Selbstheilung 3. Ich habe die alle heilen. Wir sehen uns. Jo. Hey. Hi. Glück ist auf ihrer Seite. So, 3 auf Stärke, das ist super. Gute Reise. So, okay. Wenn ich den absetze, habe ich 19 Stärke. Hier muss ich auf 22 kommen. Das bedeutet, ich brauche noch 3 Stärke, um den anzusetzen. Aber ich brauche 24, um den abzusetzen. Insgesamt. Das bedeutet 5. Hier kann ich noch einen Glutstein einsetzen. Das war es aber auch schon. Ich habe nicht genug Geld. Guten Tag. Weg mit dir. Ich habe nicht genug Kohle. Nicht möglich. Ich verstehe. Das behalte ich mal. Habe ich sonst noch irgendwo einen weißen Glutstein, der mir Stärke gibt? Attribut Verteidigung, Geschicklichkeit, Gesundheit, Resistenzen. Elektro, 3 Attribut Stärke. Ah, das ist immer schwierig jetzt gerade. Na gut, dann ist das aber so. Die hat nichts mehr zu verkaufen, ne? Vielleicht ein Ring? 1% erhöhte Erfahrung ist alles ganz nett. Eis, Rüstung, Bonus auf Magie brauche ich nicht. Gut, hier gibt es nur den Magier. Vielleicht hat der irgendwas. Nee, hat er nicht. Auf Wiedersehen. Ach, Menno. Der Schmied, der wird bestimmt irgendwas haben. Vielleicht hole ich mir mal eine Schulterrüstung. 18 Rüstung. Attribut Verteidigung und Geschick. Das wäre natürlich super. Auf einmal auch einzigartig ist, aber eigentlich brauche ich Schulterrüstung, die mir Stärke geben. Na gut. Helm brauche ich gar nicht erst nachzugucken und hier vielleicht ein paar Handschuhe. Stärke 29, das bringt mir gar nichts. Gesundheit? Nee, das ist hier. Der hat auch nichts. Niemals den Rücken zu kehren. Da gebe ich dir recht. Na gut, na gut. Dann muss ich das mit Glutstein machen. Und jo. Hier passt noch einer hin. Wenn ich das maximiere, kriege ich hier nochmal 4 Stärke. Und dann habe ich 30. Ich brauche 31. Das bedeutet, ich brauche noch 5 Stärke. Wenn ich hier das Maximum. Ich kann natürlich gucken, dass ich hier ein bisschen Kohle rausfarme. Und hier eine Verzauberung reinmache und dann noch Glutsteine finde. Dann muss ich nur gucken. Passt auf euch auf. Wenn diese Beben so weitergehen. Ja, ja. Was kann ich für Sie tun? So, das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Und jetzt bin ich auch blank. Super. Auf Wiedersehen. Mache ich jetzt mit der Quest weiter oder will ich mich jetzt erstmal um mein Equipment kümmern? Dann würde ich nämlich einfach hier nochmal ein paar von diesen Dingern, von diesen Schriftrollen hier raushauen.
Warte mal, wenn ich noch ein bisschen was verkaufe, kann ich doch die anderen Schriftrollen auch machen. Normalerweise hätte ich gesagt, komm, die mache ich jetzt privat. Ich habe die schönsten Edel- und Blutsteine. Aber dafür gibt es zu schöne Sachen. Sag ich ganz ehrlich. Weil die Schriftrollen doch ziemlich cool sind. Ciao. Und bis jetzt richtig Spaß machen. Und ich will jetzt die Hauptstory nicht komplett durchpetzen. Von daher. Jo, gut. Wir haben jetzt zwei Parts mit Kartenschriftrollen. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt mal den Part. Und bis dahin gucken wir dann einfach mal, ob wir dann vielleicht doch nochmal einen dritten Part für Kartenschriftrollen dazulegen. Dann lege ich die anderen ins Lager und würde dann einfach mal ein bisschen mit der Hauptstory einmal weitermachen. Oder ich mache einfach ganz normal weiter mit den Kartenschriftrollen. Ich meine, ich habe sie jetzt gekauft, also kann ich sie jetzt auch benutzen. Bis dahin, Leute. Macht's gut.